Hallo, LibreOffice, die Statusleiste. Die Statusleiste, die unterste Zeile im Fenster, enthält nicht nur bestimmte Informationen, sondern auch Funktionen. Per Ansicht Statusleiste kann die Statusleiste aus- und eingeblendet werden. In der jetzigen Version gibt es 11 Felder in der Statusleiste. Im ersten Feld links unten wird die Anzahl der Seiten und entsprechend der aktuellen Position die Seitennummer angezeigt. Ein Doppelklick lässt den Navigator erscheinen. Per Klick mit der rechten Maustaste ist ein Sprung zu einer gesetzten Textmarke möglich. Das zweite Feld zeigt die Seitenvorlage an. Ein Doppelklick öffnet das Fenster Format Seite. Mittels Kontextmenü ist das Einstellen vordefinierter Seitenvorlagen durchführbar. Im dritten Feld wird die Spracheinstellung angezeigt. Ein Klick ermöglicht die Sprachauswahl für einen markierten Text. Die Schrift kann man einstellen per Klick auf Mehr. Feld Nummer 4 zeigt den Texteinfügemodus an. Mittels Mausklick ist der Wechsel zwischen Einfügen und Überschreiben anwendbar. Feld Nummer 5 informiert über den momentanen Selektionsmodus. Per Mausklick ist der Wechsel zwischen den Werten Standard, Erweitern, Ergänzen und Blockauswahl möglich. Das Ausrufezeichen im sechsten Feld verrät einen, dass der Inhalt seit dem letzten Speichern geändert wurde. Ein Doppelklick führt zum Speichern. Das siebte Feld zeigt an, ob eine digitale Signatur vorhanden ist. Ein Doppelklick öffnet das Fenster Digitale Signaturen, auch erreichbar im Menü Datei. Sobald eine Tabelle existiert und die aktuelle Cursorposition in der Tabelle ist, wird im Feld Nummer 8 die Tabelle und die Zelle angezeigt. Ein Doppelklick führt zum Fenster Tabelle, Tabelleneigenschaften. Bei Aufzählung und Nummerierung wird die Ebene angezeigt. Ein Doppelklick führt zum Fenster Nummerierung und Aufzählungszeichen. Die Felder 9, 10 und 11 entsprechen den Informationen und Einstellungsmöglichkeiten, die im Fenster Ansicht Maßstab vorhanden sind. Ansichtslayout, Zoom, den Zoom-Faktor festlegen.